Hallo und herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum in Paderborn. Mein Name ist Thomas Schlageter und ich werde euch in der zweiten Folge ein paar mehr Details zeigen von dieser schicken Unterwasserdrohne. Das ist ein Deep Tracker DTG3 und wir hatten ja schon gezeigt, dass das zwei gusseiserne Hälften sind. Man muss ihn austarieren, damit er vernünftig funktioniert, weil andere Systeme arbeiten zwar mit einem Propeller, der in der Höhe ihn variiert, aber das hat leider auch Nachteile. Es läuft bei weitem nicht so ruhig wie solche Systeme. Jetzt gucken wir uns mal ein paar andere Details an, weil wir haben bei dieser großen Fernbedienung haben wir die Möglichkeit, also rechts, links zu steuern. Wir können die Propeller entsprechend bewegen. Wir haben die Möglichkeit, eine bestimmte Tiefe zu halten. Und bei diesem Modell, das ist der Expert, der ist auch ein bisschen teurer, haben wir die Möglichkeit, noch zusätzlich mit dem Greifarm zu arbeiten. Wir können ihn öffnen, wir können ihn schließen, wir können ihn entsprechend drehen. In unseren Versuchen hat sich wirklich herausgestellt, dass man greifen kann. Wir sind also in der Lage, auch große, schwere Gegenstände zu ziehen. Und über dieses Kabel, das ist ein Kevlar-verstärktes Spezialkabel, können wir bis zu 80, 90 Kilo können wir direkt daran hinausziehen. Wir haben zusätzlich die Möglichkeit, hier Videoaufnahmen zu machen. Man kann 64, 128 Gigabyte Videoaufnahmen machen. Und die Kamera, die wir hier drin haben, die hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass wir mit einer 4K Lowlight-Kamera auch unter schlechten Bedingungen ganz tolle Bilder erzeugen. Mein Tipp immer, wenn man sich so ein Ding anschafft, Zusatzbeleuchtung. Weil die Beleuchtung, die wir serienmäßig dran haben, die sitzt direkt über der Kamera, bedeutet, dass wir in manchen Situationen ein übersteuertes Licht haben. Stellt euch einfach vor, das leuchtet mit einer Taschenlampe direkt in euer Gesicht. Das funktioniert nicht gut, gerade wenn wir sehr, sehr viele Schwebstoffe drin haben. Mein Tipp, wenn man sich sowas schon auswählt, Zusatzbeleuchtung. Gibt es in verschiedenen Leistungsstufen und man kann das natürlich auch selbstverständlich dimmen, in der Helligkeit ein bisschen verstellen, so wie man es letztendlich braucht. Diejenigen, die keine Videos machen wollen, sondern die Fotos machen wollen, haben wir hier an der Seite eine Zusatztaste. Wir sind also in der Lage, Fotos und Videos in 4K, Lowlight unter perfekten Bedingungen zu erstellen. Also tolles Gerät, auch für einen professionelleren Einsatz. Was die Dinger noch können und aus welchen Teilen es besteht, das zeige ich euch in der dritten Folge vom Deep Tracker DTG3.